Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Nachtschicht. Und ich freue mich jetzt gleich mit der Schauspielerin, Autorin und Sängerin Kati Kahnenbauer zum Glück nicht hinter Gittern, sondern hinterm Würstchengrill zu stehen. Sie wird gleich mit Gerd Kastenmeier hier Currywurst in der Dresdner Neustadt servieren, denn die beiden sind zurzeit in der Dinnershow Lumières in der Zeitenströmung zu sehen. Mehr dazu gleich. Zuerst gibt es aber erstmal Crunchrock aus Radebeul und hier sind sie, die vier Jungs von der Dresdner Band Jammy's Bar. Ich hoffe, ich kann mir jetzt die Namen noch alle merken. Ludwig, Martin, Erik und Johann. Und Johann, da bin ich gleich an der richtigen Seite. Ja, Jammy's Bar, damit hat es ja auf sich, dass du Jammy als Spitzname hast. Oder Jammy, wie kommt es dazu? Ja, der Ludwig hat mir früher viel gejammt, daher mein Spitzname Jammy. Zu Hause habe ich eine wunderschöne Bar, da ist sehr viel entstanden, daher kommt der Name. Also eine Bar. Ja. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen, ihr Jungs? Eine Flasche Whisky und dann ein bisschen Mucke. Genau so ist es. Ja, da gibt es ja diese schöne Leuchtreklame, davon musst du noch erzählen. Ja, wir haben eine wunderschöne Leuchtreklame und die ist normalerweise bei jedem Rockkonzert von uns immer dabei. Ja, ihr hattet ja jetzt auch einen großen Auftritt dieses Jahr bei der Campus Party. Da wart ihr sogar im Finale vom Bandcontest. So ist es, sind aber leider gescheitert. Am ersten Platz haben wir nicht erreicht, aber dennoch einige gute Auftritte schon gehabt, auch in Dresden, in Bernzwinger unter anderem, und also wir haben Spaß an der Sache und
Ich habe ja schon mal geschaut, demnächst stehen keine Termine an. Ihr habt so eine Art Weihnachtspause oder was ist los? Wir machen jetzt Weihnachtspause, genau. Genau. Den Weihnachtsfeier noch und dann ist erstmal dann im nächsten Jahr geht's dann weiter. Man kann euch aber auch direkt buchen. Genau, am besten über Facebook, Jammies Bar. Uns schreiben, wir spielen gern. Okay. Und wohnt ihr denn alle in Radebeul? Ja. Also wir sind alle mit Leib und Seele Radebeuler und wir repräsentieren Radebeul auch immer wieder gern, wo wir also ziemlich viele Auftritte auch schon hatten und haben werden. Ja, ne? Radebeul. Radebeul Rocks. Radebeul Rocks, genau. Ein wunderschöner Blick auf die Weinhänge, oder? Ja. Ein wunderschöner, leckerer Wein. Wohnen, wo andere Urlaub machen. Ja, würde ich auch sagen. Wir hören natürlich dann noch ein Lied von euch. Erstmal viel Spaß weiterhin und holt euch eine Currywurst. So, und jetzt erstmal muss ich natürlich hier meine Hauptakteure heute begrüßen, Kati und den Gerd. Und ihr seid ja schon passend gekleidet. Ich glaube, so gut war ja noch niemand vorbereitet auf die Nachtschicht. Also von der Kluft her. Ich war schon da, ne? Er war schon da, er wusste das. Er hat dann direkt gesagt, soll ich dir ein Jäckchen mitbringen? Da habe ich gesagt, Gerd, das wäre mir eine Ehre, wenn ich deine Jacke tragen dürfte. Bisschen groß, aber gut. Ich meine, gut, bist heute aber nicht der Gerd. Ne? Hätte man noch hier ein bisschen, nein, ich oder? Ich bin nur im Kastenmeier-Team heute. Okay. Trete an. Kastenmeier-Team ist gerade immer dabei, von daher. KKK. Wir sind halt KK, genau. Ja. KK-Team. KK, das hört sich aber auch gut an, oder? Ja. Mission Impossible? Also. Nein, Mission Possible. Aber, sondern nur. Ja, ist ja natürlich auch gut, gerade als Spritzschutz, ne? Wenn es hier mal ein bisschen fettig wird. Kann man doch falsch verstehen, das weißt du, ne? Jetzt hör aber auf. Na gut, wir sind ja bei der Nachtschicht, da kann man solche Themen auch mal ansprechen. Na? Ja, Currywurst. Ich weiß nicht, wollen wir denn vielleicht gleich so dieses Premierenwürstchen mal hier zubereiten, bevor wir dann zum Gerbsmenü kommen? Also Kathi macht die Wurst, ne? Ja. Du machst das richtige Essen. Und ich mache das richtige Essen. Ich mache unsere Vorspeise, die wir in der Dinner schon haben. Unsere Steinpilz-Ravioli mit geschmolzenem Spinat. Mmh. Lecker, lecker, lecker. Aber eine Currywurst geht auch, oder? Ich mache euch jetzt eine Currywurst, wenn ihr Lust habt, so zu gucken. Na, dann schneiden wir mal alle. Wir finden ja auf alle Fälle einen Abnehmer, denke ich, für die Currywurst. Du wohnst? Sonst esse ich die selber, das ist jetzt auch kein Problem. Also, hier wird nochmal schnell. Na. Du wohnst ja auch in Berlin, da ist ja Currywurst eigentlich so, oder? Curry 36 und rund. Also da geht natürlich eine ganze Menge. Ich bin ja auch am 23. in der Pufferbude, neben der Gedächtniskirche zum Beispiel, mache Kartoffelpuffer für einen guten Zweck. Deswegen finde ich das immer ganz toll. Auch, ja, der Franz hat mir nämlich gerade gesagt, so und so wird es hier gemacht. Jeder hat ja so sein eigenes Ding und sagt, ne, es muss einfach auch so laufen, wie wir das gerne hätten. Und ja, aber du kommst dir auch zurecht. Ja, ich bin irgendwie so ein bisschen mit links und rechts und so, wir schauen mal. Ich weiß, dass er das so gerne hätte und er sagt, er ist schneller als eine Maschine. Jetzt gucke ich mal, ob ich das auch hinkriege. Wer ist denn eine Maschine? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, da wirfst du das oben rein und dann machst und dann ist die Currywurst gut. Wie lange dauert das? Ach, keine Ahnung, 2-3 Sekunden, aber ich sag mal so, fertig. Und jetzt? Ah, komm, fast zu schnell wie eine Maschine. Ja. Frag mal, was würdest du, scharf oder nicht scharf? Ich du nimmst, was du kriegst, du nimmst, was du kriegst. Vertrau ihr, was sie drauf macht, esse ich auch. Was ich immer ganz wichtig finde, dass auf einer Currywurst eben auch dann ordentlich Curry drauf ist. Wo ist das Pikerchen? Die sind hier, da können wir uns aussuchen, Natur oder Plaste. Dann sag ich mal so, ja. Dieses Mal gibt es hier eine Currywurst von Kathi Karrenbauer mit Piekser. Bitte schön. Wenn die nicht gut geschnitten ist, oder? Ja. Aber Currywurst, ist das so, ich habe ja gelesen, Lieblingsspeise Omas Sauerbraten, ist das genau, korrekt? Genau, Sauerbraten, aber das ist eben nicht der rheinische Sauerbraten. Der rheinische Sauerbraten wird ja mit Rositen gemacht. Die Oma hat das früher tatsächlich so gemacht, der musste mindestens 3 Tage in Essig, also das Rind 3 Tage in Essig eingelegt sein. Da gab es so ein bisschen Wacholder dazu und so. Und das war sensationell. Und es muss eigentlich so sein, dass die Geschmacksnerven fast absterben im Mund. Das ist so, dann ist der Sauerbraten richtig. Dazu handgemachte Knödel und das ganz billige Apfelmus. Ich will jetzt keinen Namen nennen. Da gibt es aber Firmen, die, das muss auch ohne Stückchen sein und so. Es muss wirklich das ganz billige sein, dann ist es total meins. Du musstest ja in deinem Leben auch schon ekligere Sachen essen. Ach ja, du meinst Hirschpenis oder was? Ja. Ja, stimmt. Hirschpenis ist etwas, was ich jetzt nicht so unbedingt empfehlen kann. Vor allen Dingen, wenn das... Ziemlich hart, oder wie stellt man sich das vor? Oder? Also eigentlich, also... Das ist ja nicht die Vorstellung, das ist ziemlich hart. Nein, lass es uns anders formulieren, das ist ziemlich zäh. Okay, ja, wegen der Sehne, ne? Oder? Erstens wegen der Sehne und wir wollen jetzt nicht ins Eingemachte gehen, was da noch alles drin ist. Aber vor allen Dingen ist es ja so, dort wird es dann gekocht.
gekocht und man bekommt das Ganze ohne Gewürze. Wenn es wirklich eine Delikatesse wäre, dann würde ich sagen, dann hätte ich es gern gewürzt, dann hätte ich auch gern guten Pfeffer dabei und vielleicht eine bestimmte Süße, vielleicht wäre das nochmal anders gewesen, aber das war schon die Königsklasse im Ekel-TV. Ja, im Dschungelcamp damals 2011, ich habe es auch verfolgt genau, damals. Weil man das Gefühl hat, das war schon benutzt. Ja. Okay, da waren die verdorbenen Eier ja vielleicht gar nicht so schlimm. Doch, die verdorbenen Eier und dass da ein Küken angebrütet ist, das ist wirklich ganz eklig. Und wer mal ein verfaultes Ei zu Hause gehabt hat, der weiß, wie das riecht. Und das ist etwas, was man nicht so richtig abstellen kann. Also beim Geschmack, viele übergeben sich ja schon, wenn sie es hören, wenn man das riecht und das war das Gemeine. Ich dachte, ich kann das abstellen. Du darfst aber dazwischen nichts trinken und du darfst ja kein Wasser trinken, zum Beispiel während dieser Prüfung. Sonst hätte ich das vielleicht noch irgendwie handhaben können. Und als dann Dicky, der lebte ja damals noch, ne, ich wink mal nach oben, Dirk, wir vermissen dich. Also als Dicky und Sonja dann wirklich direkt um die Ecke standen und sagten, bah, riecht das eklig, bah. Das ist dann der Moment, wo du selber denkst, ja, es riecht eklig, aber das ist Kopf, ne? Das ist reine Kopfsache. Nicht mehr abschalten. Und das hast du ja wirklich sehr gut und tapfer hinbekommen, vollsten Respekt. Und wir haben Gott sei Dank heute hier kein Hirschpenis und keine verdorbenen Eier, nichts derartiges, sondern richtig leckere Sachen, die der Gerd gleich zubereiten wird. Gott ja, sei Dank. Preise aus der Dinnershow. Genau. Santa Claus Lumière, die wir hier in der Zeitenströmung spielen. Wir haben tolle Kollegen dabei, auch Collins Brothers, The Cool Cats, dann ganz toll auch Lost Lockers. Das ist wirklich ein Riesenspaß und dass Gerd für uns alle kocht und für die Gäste kocht und mit seinem Team vor Ort ist, das ist einfach die Königsklasse. Ja, und du führst ja als Moderatorin dort durch die Show, schauspielerst aber auch dort und singst, also ist so ein Allround-Paket, wie kann man sich das vorstellen? Ich sag mal so, ich bin Gastgeberin des Abends und ich verbinde eigentlich die Acts miteinander als Moderatorin in Anführungsstrichen. Also es ist nicht das klassische Varieté-Theater, da spalten wir uns und da sind wir einfach wirklich anders. Ich singe natürlich auch, ich gebe eine kleine Kostprobe, werde ständig unterbrochen. Aber eigentlich geht es darum, die Künstler zusammenzufügen in einer nicht, wie man das üblicherweise kennt, normalen Abfolge, so Künstler-Moderation, sondern dass alles fließend, was ineinander übergeht. Und das ist eben das Besondere an unserer Show. Und das ist so ein bisschen, geht es um die Träume? Was ist da so das Thema? Genau, es geht so ein bisschen um den Traum vom Fliegen, es geht darum, dass Menschen sich fallen lassen müssen, dass man auch mal ein bisschen versucht, quer zu denken, anders zu denken und das ist einfach unser Wunsch, unsere Gäste zu entführen in eine Art Traum, das Ganze natürlich mit tollem Dinner dazu, also eine Show der anderen Art, die soll unterhaltsam sein, die soll auch lustig sein, das sind wir aber auch, also alle Gäste, die vor Ort waren, geben uns recht, es macht einen Riesenspaß und das ist natürlich toll. Also da einfach mal ins Internet klicken, nachlesen und am besten hingehen in die Zeitenströmung. Bis zum 11. Januar wird es noch aufgeführt. Januar, genau. Diese Show wird noch begleitet durch ein ganz tolles Drei-Gänge-Menü und ich mogel mich mal kurz hier dazwischen. Mobil. Du hast hier schon, ich bin jetzt überrascht, wie du es hinkriegst, hier in der Currywurstbude noch sowas zu zaubern. Darf ich das jetzt sagen? Ich weiß es nicht. Ich muss sagen, ich habe ja du hast schon was vorbereitet. Naja, klar. Ein bisschen, naja, aber nicht so ganz, also nur ein bisschen. Schwer, ja, aber schmeißen die runter. Wie ist eigentlich mit dem Gerd? Kommst du mit dem Gerd zurecht? Ja, ich finde Gerd klasse. Also nicht nur, weil er nette Dinge über mich sagt, sondern weil ich ihn einfach als absoluten Teamplayer kennengelernt habe. Gut, dann klär uns jetzt mal auf. Wir haben jetzt hier die Vorspeise sozusagen vor dem Drei-Gänge-Menü. Was gibt es da jetzt genau? Es gibt Steinpilz-Ravioli. Es ist ein Steinpilz-Ravioli, also Ravioli gefüllt mit Steinpilzen. Und dazu, und die werden bei uns ein bisschen geschwenkt in so einer ganz leichten Kalbsschön. Soll ich das jetzt hier mal mit schwenken? Ja, schwenken ist immer gut. Mach ich das? Ich denn schon naschen, Gerd? Ja, natürlich. Ich schwenke, du nascht. Gerd macht Salat. So, ich halte mal kurz ruhig. Spinat. Siehste, da habe ich was falsch erkannt hier. Ganz normal. Das ist grün. Ja, genau. Spinat, der kommt jetzt hier unten drunter. Lass mal nur ganz leicht zusammenfallen in ein bisschen Brühe. So, lass mal einen Kameramann ran, dass er auch mal in den Topf gucken kann. Das finde ich eben das Tolle an dem Abend auch, dass dann Gerd wirklich ansagt, auch mit geschmolzenem Spinat oder angeschmolzenem Spinat. Das hat mich fasziniert und ich habe aber gesehen, der Spinat ist wirklich geschmolzen. Nicht der mit dem Blub, das ist der andere, ne? Nicht der mit dem Blub. Also er wird spätestens wieder schmelzen, wenn er Kathi auf der Bühne sehen würde dann, ne? Genau, also wir sagen jetzt nicht, bei uns werden sie geholfen. Ja, und Kathi meint, du sagst nette Dinge über sie, also ihr versteht euch. Ja, nicht, dass dazu hier. Also das klappt alles, ja, da oben, ja? Ah, hundertprozentig da. Also okay, ihr harmoniert, das merke ich auch schon, das spüre ich, ja? Ihr seid ja vom gleichen Schlag, finde ich, so ein bisschen, oder? Also,
Ja, wir sind beide gerade raus, haben das Herz am rechten Fleck, glaube ich. Und Steinbock. Und du? Ich bin Witter. Passt doch. Ja, wunderbar. Und ich bin Stier, da haben wir alle Hörner zusammen. Ich bin Steinbock Stier. Siehst du? Ah. Das passt. Also haben wir schon 8 Hörnchen hier parat. Das wird was heute das Abend. Das wird gefährlich. Oh. Echt, du bist ein Witter. Welcher Tag denn jetzt? Hallo, 14. Ah, okay. Mit jetzt weiß ich. Das sind ja die Guten. Das sind die Guten, ja? Ja, die Guten, ja. Ja, okay. Naja, aber können ja auch ganz schön stur sein. Nee. Nein, überhaupt nicht. Nö. Okay. So, kann ich ja auch mal, ich muss jetzt auch mal hier schon mal proben. Also während, schon benutzt, ach, das hast du schon. Ah, nee, warte mal so. Während Gerd jetzt noch ein bisschen zubereitet. Hm. Kathi, du bist ja in Duisburg, ich habe natürlich mich informiert, ne, in Duisburg geboren, bist in Kiel aber aufgewachsen und hast relativ früh angefangen die Gesangsausbildung. Ich glaube mit 15. Ist das denn 13. relativ früh? Ach, mit 13 sogar schon. Ist das, weil man sagt ja immer so Kreative wie Musikinstrumente oder so, das fangen ja manche schon mit 3 oder so an. Kann man da noch früh sagen überhaupt? Ja, dadurch, dass ich mit 3 schon entschlossen habe, Musikerin oder Schauspielerin zu werden, ja, da spielte ich die Prinzessin auf der Erbse im Kindergarten. Sag ich mal, das war früh genug, also viel früher geht nicht, weil man davor auch nicht so richtig sprechen kann. Mit 13, die Ausbildung waren 12, 13, klassische Gesangsausbildung als Mezzosopranistin, nee, das ist okay eigentlich. Ich habe aber dann schon mit 13 auch meine erste Rockband gehabt und das biss sich natürlich ein bisschen. Mit 16 ging dann die Stimme in den Keller. Das liegt aber an einem Stimmbanddefekt und nicht, dass ich, ich habe zwar damals schon geraucht, aber ich habe keinen Whisky so geil getrunken. Aber ich habe mich, darauf habe ich mich besonders gefreut, deine Stimme jetzt hier wirklich mal in echt zu hören, weil ich... Du hast es nicht geglaubt. Natürlich habe ich es geglaubt, aber es kommt live noch viel, viel besser rüber. Richtig. Aber rauchen hilft oder nein? Nein, rauchen hilft nicht. Es ist wirklich ein Stimmbanddefekt. Da geht also Stimmbänder schließen so, nicht. Oder? Whisky rauchen. Ja, Whisky rauchen. Macht das einfach. Dran? Ich glaube, manchmal wird die Stimme nicht so wie meine. Aber ist ja auch nicht schlimm. Muss ja nicht jeder diese Stimme haben. Ich weiß nur, dass Logopädinnen sich an mir die Zähne ausgebissen haben, weil sie unbedingt wollten, dass ich höher spreche. Aber die Stimme ist nun mal auch mein Markenzeichen und die bleibt natürlich so, wie sie ist. Also passt ja alles. Also bist du mittlerweile zum Alt gewandert? Oder wie heißt Nein, ich würde mich als Kontrabassistin bezeichnen. Okay. Eine Stimmlage, die es für Frauen nicht gibt. Das gäbe dann den Kontra-Alt. Aber ich war ja vor vielen Jahren mal verheiratet und mein Mann war ein klassischer Bass. Und der sang das tiefe F und ich sang das tiefe E. Das ist ein ganzer Ton drunter. Okay. Harmoniert das dann noch? Naja, du siehst, ich bin wieder Solo, also es harmoniert ja dann doch nicht so lange. Okay, alles klar, gut. Dann kam ja auch gleich die Ausbildung. Schauspielschule hast du besucht? Genau. Besucht? Hast du Schule abgebrochen? Genau, mit 17 die Schule abgebrochen, mit 18 bin ich auf die Schauspielschule gegangen, habe da meine Ausbildung gemacht in Kiel an der privaten Schauspielschule und habe dann mein erstes Theater im ersten Stadtteiltheater Kölns gegründet mit 2 Schweizern zusammen und habe dann in Köln gebaut, habe ein altes Kino umgebaut und habe da 5 Jahre gearbeitet, dann Deutschlandtournee für UNICEF mit einem Kindermusical, habe ein halbes Jahr im Wohnwagen gelebt, nach dem Motto, die Welt gehört uns. Wir waren ja alle so Ariane Nuschkin-mäßig drauf. Man hat einen Planwagen und hinten lässt man, man lässt die Lade runter und dann spielt man Theater. Also das war der große Traum. Hört sich gut an. Du hast ja auch ein wirklich bewegtes Leben bis jetzt geführt, kann man schon sagen, hoch, runter. Ganz großer Durchbruch kam ja damals mit Hinter Gittern, der Frauenknast. Ja, großartige Zeit. Also ich habe vorher, was sagst du? Jetzt ist es fertig. Ah, ist schon fertig. Frauenknast, jetzt ist fertig. Ja, okay. Klasse. Oh, das sieht sehr gut aus. Bitte alle mal rankommen. Oh ja, ja, Ludwig, also die Band. Ja. Dann ich gebe das mal durch. Ja. Ach, wie sie gleich alle hier rankommen, guck dir das an. Gerd, ich glaube, du musst hier mal öfters herkommen. Wow. So, nach Currywurst geht die Hand nicht so schnell manchmal, ne? Na, komisch. Ja, okay. Das Einzige, was aber mir fehlt, ist eine Serviette. Warte, das haben wir hier. Nee, alles gut. Franz, alles da. So, ne? Also Hinter Gittern war natürlich eine großartige Zeit. Ich habe ja vorher ganz viel Musical gemacht, war ein Star in Deutschland, was Musical anging. Rocky Horror habe ich gespielt, Nonsens. Das Non-Musical am Musiktheater im Revier, in Karlsruhe, bis Basel runter. Und von da an ging es dann zu diesem Casting 1996. Und ich war die Erste, die gecastet wurde und die Letzte, die überhaupt in die Truppe reinging, 3 Wochen vor Drehbeginn.
Und es hieß immer, wir wollen eine große, blonde, kurzhaarige Dame, also Ulrike Nielsen, ja, genau, passt voll, mit großen Brüsten, langen Beinen, guck mich an, ja. Treffer versenkt. Die blonden Haare wären gegangen, aber alles andere war natürlich nicht machbar. Und es waren immer zwei Leute dagegen, mich zu besetzen. Und das war letztendlich meine Chefetage, und wären die gegen mich gewesen, hätte ich echt einen schweren Stand gehabt. Aber die haben sich beide nach den Testdrehs entschuldigt, und am 7.7.97 sind wir dann in den Start gegangen. Und es waren einfach 10 Jahre, eine großartige Zeit. Ich habe auch schon überlegt, ich habe das in Erinnerung, ob ich jetzt Angst vor dir haben soll. Aber du weißt doch, in den Zeitungen wird immer nur geschrieben, die Frage, oder taucht die Frage auf, haben Männer Angst vor ihnen? Dann sage ich, dann müssen Sie die Männer fragen, ich kann dazu gar nichts sagen. Man hat ja, wenn irgendjemand einen Mörder spielt, im Fernsehen, dann sagt doch auch niemand, hör mal, du, der Götz-George ist ein Mörder. Nee, du bist auch eine ganz nette. Also ich kann nichts gehen. Aber ich habe heute auch extra gedacht, Lederjagd, damit ich ein bisschen härter rüberkomme. Achso, deswegen habe ich nämlich die Kochkluft an. Da ist das doch damit ganz ausgeglichen. Damit ich ein bisschen weicher rüberkomme. In Weiß. Blütenweiß. Gerd Kastenmeiers Blütenweiß. Und es, ich kann ja gleich mal rübergeben. Wer, ach, noch nicht fertig. Okay. So, darf ich euch noch was rübergeben? Genau. Warte. Tomatenpesto kommt okay. Also würdest du jetzt vielleicht auch ganz kurz noch was dazu sagen jetzt? Die Band ist Song. Die haben so tolle Musik gemacht. Ja, also wir haben hier unsere Steinpilz-Ravioli mit geschmolzenem Spinat, bisschen Parmesan und Tomatenpesto. Hammer. Ja, mal noch was. Ein paar gehen noch. Okay, und das gibt's als Vorspeise bei der Dinnershow in der Zeitenströmung. Ja, auch was Tolles. Da gibt's zweierlei vom Kalb. Geschmorte Kalbsbacke und der Kalbsmedaillon und der Kräuter-Senfkruste. Hört sich auch sehr gut an. Ja, Wahnsinn, ich sag das mit dazu. Dessert Creme Brûlée, Spekulatius Creme Brûlée. Kathi gibt, wenn die Pesto drauf ist, dann den restlichen nochmal. Ich sehe schon, ach hier, hallo. So, ich nehme. So. Ah, das funktioniert, ich sehe schon, Teamplayer hier, das passt. Die letzten 5 Personen, jetzt müssen sie sich entscheiden, wer will noch was. Das passt schon, sagt der Chef. Okay, hier die 2 Ladies, oder? Die kriegen auf alle Fälle noch was. Ja, guck mal. Ich sag mal, so 2 gibt's noch, das waren ja, die letzten. Ganz hübsch. Okay, wir waren ja jetzt kurz stehen geblieben, genau, Frauenknast. Dann ging es ja, ich habe es schon angedeutet. Liebes? Genau, erstmal jetzt. Lass es dir schmecken. Und tschüss. Auch ein bisschen hoch und runter. Und es ist ja natürlich schon viel durch die Presse gegangen. Eigentlich weiß es auch jeder. Wir müssen das jetzt auch gar nicht weiter so tief, ne, darauf eingehen. Du sprichst von einer Insolvenz. Ja, genau. Ja, ganz auch, wichtig was ist einfach, man, ja, aber ganz wichtig ist, niemand braucht sich heutzutage schämen, wenn es mal nach hinten losgeht. Also was ganz wichtig ist, dass man sich einen guten Berater sucht. Den habe ich Gott sei Dank gehabt. Sehr gerne. Der ist übrigens super lecker. Vielleicht kurz zur Erklärung, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Du hattest eine falsche Investition gemacht damals. Naja, aber ich habe nicht in den Osten investiert, so viele andere, und dann gesagt, ich wollte Millionen verdienen und jetzt ist das Ding nach hinten losgegangen. Sondern wir haben die größte Traglufthalle der Welt, das war die alte Wetten-Dass-Halle, nach Hamburg gebracht. Ich kam zu diesem Projekt dazu, als das schon in Gang war. Und wir hatten einfach einen Sturmschaden, und wenn man heute weiß, 187 Stundenkilometer, das ist schon ordentlich. Das war damals Sturm Oralie, der fegte über Hamburg und hat ein 30 Meter Loch in unsere Außenhaut gerissen. Das ist schwierig zu begreifen, dass solche Dinge einen wirklich viel seines Lebens kosten können. Du hast es auch geschafft, aus der Privatinsolvenz dann wieder rauszukommen, unter anderem, du warst ja im Dschungelcamp, wir hatten es vorhin angesprochen, damit war dann der Schuldenberg sozusagen getilgt. Oder ja, das meine ich eben mit Beratung, also nicht jeder gerät ja in so eine Situation wie ich und nicht jeder redet über solche Summen wie ich. Aber ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich, weil ich bin so gern ein freier Mensch, das war ich immer schon, das war ich als Jugendlich, ich habe eben ganz hart gearbeitet, 15 Jahre einmal Kellner, immer Kellner, ja, ich war Thekenschlampe, ich bereue überhaupt nichts, vielleicht würde ich sogar alles wieder genauso machen, weil ich glaube, jeder Schritt, den man geht, ist auch ein ganz wichtiger Schritt für einen selber und dieses Loslassen, wir verlieren Freunde, die Oma hat immer gesagt, das letzte Hemd hat keine Taschen, wir können sowieso nichts mitnehmen. Ich glaube, das Wichtigste ist, gerade durchs Leben zu gehen. Und ich habe nie jemandem was weggenommen. Also hätte ich jetzt Leute betuppt, betrogen oder was auch immer, dann wäre das nochmal eine ganz andere Nummer. Eine andere Sache, die du auch, ich weiß nicht, ob du da knapp bei Kassel warst, hat jetzt aber, glaube ich, nichts mit der Verschuldung zu tun. Du weißt jetzt auch schon wieder, auf was ich hinaus will, die Telefonsexnummer.
Du hast. Aber krass, das ist schon so viele Jahre her. Das war wirklich, man hat immer die Zeitung auf. Ja, das war noch lange, bevor ich bei Hintergittern war. Viel, also wirklich lange, lange her. Und es war immer so, dass man immer diese, in diesen Anzeigen, die man so durchblätterte, weil man hat die Todesanzeigen gelesen, man hat die Arbeitsanzeigen gelesen, man hat überlegt, was mache ich eigentlich mit meinem Leben. So, Telefonsex war großartig. Ich bin ja auch nur geflogen, weil ich so viel Interesse an den Leuten hatte. Man hatte immer Gesprächszeit 20 Minuten. Ach, das ist begrenzt dann, ja? Also in dieser Firma war das begrenzt, 20 Minuten, dann hättest du neu anrufen können. Und mit Datenschutz hatte das alles auch nichts zu tun. Man konnte ja im Computer, das war ja, also Computer waren noch nicht so wie heute genutzt. Und man hat im Computer die Vorlieben der Stammgäste zum Beispiel gesehen. Ja, das konnte man abrufen. Da wurde Kartei sozusagen geführt. Minuten bis zum Abspritzen, also ne, so wie ein frisch gezapftes Pilz. So da lange dauerte das. Man schon Bescheid dann. Genau. Und wir haben uns, oder einfach eine Freundin und ich, wir haben uns überlegt, wie können wir ein bisschen Geld verdienen. Und dann las ich diese Anzeige nochmals und habe gesagt, warum eigentlich nicht? Und so rutschte ich da rein, habe das aber nur 14 Tage gemacht, weil ich immer diese 20 Minuten ausgekostet habe. Weil als Schauspielerin habe ich immer gedacht, so, ich erfahre ganz viel über die Leute. Warum sitzt denn da jetzt nackt in Söckchen? Warum bist du denn einsam? Wo ist denn deine Frau? Und ich war natürlich komplett geschäftsschädigend. Okay. Ich war einfach geschäftsschädigend. Ich habe zwar gutes Geld verdient, aber ja, ich habe den Markt nach unten gezogen. Das darf man sagen. Das eigentliche Ziel verfehlt sozusagen. Ja, weil später bei Hintergittern haben wir ja tatsächlich Telefonsex gedreht und da konnte ich alle super gut beraten. Und ich wollte nur mal wissen, wie gefällt dir denn unsere Stadt? Kanntest du die vorher? Stadt ist großartig. Ja, ich kannte die schon von vorher. Ich bin natürlich auch schon das eine oder andere Mal hier beim MDR gewesen. Habe Dresden auch gesehen. Ich war ja damals mit Silly 2004, 2005 auf Tour. Wir waren in Dresden, haben hier auch gespielt. Das war großartig. Man trifft mich noch nicht in der Stadt, aber Schnitzelmarkt mache ich vielleicht sogar mit dir. Schnitzelmarkt, dann klüger. Mit Gerd. Gerd. Gehst du mit mir auf den Striezelmarkt? Ist aber eng, ich sag's dir jetzt schon. Es macht mitunter gar keinen Spaß. Du musst auf alle Fälle, wenn in der Woche, nein, nicht am Wochenende. Der Gerd hat mich doch direkt zusammen, ich sag jetzt nicht gepfiffen, aber er hat mich ein bisschen gebremst, als ich nämlich sagte, oh, Dresdner Stollen, super, ich mag das so gern mit Marzipan. Da sagte der Gerd, der isst aber nicht mit Marzipan. Genau. Also ich hatte direkt den größten Fauxpas meines Lebens begangen, was den Dresdner angeht. Ich muss mich leider jetzt verabschieden. Wir haben ja auch noch die Band. Genau, und Fans, es ist alles voll. Und die Nachtschicht ist schon fast zu Ende. Und ich muss jetzt zu den Jungs noch mal rüber. Das war unsere Nachtschicht? War, ja. Vielen herzlichen Dank. Eine schöne Nachtschicht. Ja, das hoffe ich. Und es hat geschmeckt. Gerd hatte Köstlichkeiten. Danke, dass ihr da wart. Es mit dabei. Es war wunderbar. Und ich hoffe, wir können ja dann noch ein bisschen quatschen, dann, wenn die Kamera aus ist. Aber jetzt erstmal hier rum. So. Jetzt noch mal zu den Jungs. Was hören wir jetzt von euch noch? Also unseren Gassenhauer Fight. Das Beste zum Schluss. Das Beste zum Schluss. Na klar. Ich bin gespannt. Dann legt los. Die Nachtschicht bei Curry und Co. aus Liebe zur Wurst in der Neustadt und am Schillerplatz.